Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute dreht sich alles wieder um Kinderbücher. Ich habe fünf Kinderbücher wieder gelesen. Die möchte ich euch gerne vorstellen. Ich verlinke euch alle wieder unten in der Infobox. Ich bin da im Amazon-Partnerprogramm. Da könnt ihr gerne mal stöbern. Der Preis wird für euch nicht teurer, aber ich bekomme eine kleine Provision. Und da würde ich mich sehr drüber freuen. Es sind jetzt alles Bücher so ab 5 Jahren bis zu 12 Jahren, 12, 13 Jahren, und ja, starten wir doch mal gleich. Und zwar habe ich ein Bilderbuch, das ist aber auch ab 5 Jahren erst empfohlen, weil das eine ja doch recht schwierige Thematik behandelt. Und zwar rede ich von Niki und Vera von Peter Sies. Ja, und der Untertitel ist Ein stiller Held des Holocaust und die Kinder, die er rettete. Das Buch ist nach einer wahren Geschichte. Es geht um Niki, der 1938, genau im Dezember 1938, eigentlich in Skiurlaub will, aber dann fragt ein Freund, ob du nicht nach Prag kommen kannst. Und dann geht er auch nach Prag und ja, er weiß schon oder hat so eine Ahnung, dass es für Juden immer schwieriger wird, und er organisiert halt Kinderzüge nach England. Und so schafft er es halt bis Mitte 1939, 668 Kinder zu retten, jüdische Kinder, und ja, die sicher nach England zu fahren. Und ja, dann hat er noch einen Zug voll mit Kindern, aber da gab es schon die Besetzung und ja, einen Tag vorher, und die Kinder konnten leider nicht mehr mitfahren. Dann begleiten wir Vera. Vera ist so ein 10-, 11-jähriges Mädchen, welches in Prag lebt. Sie ist jüdisch. Es wird erst ihre ja, Familie so vorgestellt, ihr Alltag, und sie ist eine derjenigen Kinder, die mit im Zug sitzt und ja, nach England fahren kann und dort in Sicherheit ist. Das Buch ist total toll illustriert. Also ich fand die Illustration sehr schön. So, das hat mir sehr gut gefallen. Die Geschichte war, also ich hatte teilweise Gänsehaut. Also die Geschichte ist kindgerecht gut erzählt. Klar regt das zum Gespräch an, dass Eltern mit den Kindern über die ganze damalige Situation sprechen sollte. Wo ich halt wirklich Gänsehautmomente habe oder hatte, ist, dass Niki nach dem Zweiten Weltkrieg ja von seinen Heldentaten überhaupt nichts erzählt, sehr zurückgezogen ist, und als älterer Mann wird er dann doch in ein Fernsehstudio eingeladen zu einem Interview, und er wusste nicht, dass im Publikum lauter Personen sitzen, die er als Kind gerettet hat durch die Kinderzüge. Und die stehen dann alle auf und applaudieren ihn. Und da habe ich so eine Gänsehaut gekriegt. Das muss so ein magischer Moment gewesen sein. Überhaupt, ja, fand ich Nickys Mut total toll, was er geschaffen hat. Und ja, also dieses Buch kann ich euch sehr empfehlen. Dann habe ich noch ein Buch gelesen mit so ähnlicher Thematik, und zwar, ach so, ja, das andere Buch war aus dem Gerstenberg Verlag, das ist auch jetzt relativ neu erschienen, und aus dem gleichen Verlag habe ich noch gelesen, Als der Krieg nach Rondo kam. Ist auch ein Bilderbuch ab 5 Jahren empfohlen von Romana Romanichin und Andriy Lessiv. Also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das Buch ist aus dem Ukrainischen übersetzt, und es geht halt ja wie um Krieg halt. Es geht um eine Stadt, die sehr idyllisch lebt, die ja ein sehr besonderer Ort ist. Es geht um die Menschen dort, vor allen Dingen drei Protagonisten verfolgen wir. Es wird halt erst so erzählt, was ihr Leben so ausmacht, wie ihr Alltag aussieht. Und dann kehrt aber eine große Dunkelheit auf dieses Dorf zu. Und das ist halt der Krieg. Und es wird halt geschildert, was der Krieg dort anstellt. Aber dann ist da halt auch geschildert, wie Mut, Zusammenhalt und Freundschaft sich auch gegen den Krieg stellen können. Das Buch ist hoch gelobt, allerdings muss ich gestehen, dass mir das nicht ganz so gefallen hat. Erstmal finde ich die Illustration überhaupt nicht schön, also die haben mir nicht zugesagt, so muss ich sagen. Und auch der Text,
ist nicht so einfach verständlich. Also klar, auch bei diesem Buch ja, ist man als Elternteil wieder angeregt, sich mit den Kindern über dieses Thema zu unterhalten, viel zu erklären über die Geschichte, die hier passiert. Aber ich fand es nicht so einfach. Der Schluss allerdings hat mir gut gefallen. Da geht es halt vor allen Dingen darum, auch wenn wieder Frieden herrscht, wenn der Krieg vorbei ist, dass Spuren hinterbleiben. In dem Gebiet, so ländlich, städtisch, wo der Krieg herrschte, aber auch in den Menschen selber drinnen. Und das ist wiederum sehr gut dargestellt. Das hat mir gut gefallen. Ich habe dem Buch jetzt 3,5 Sterne gegeben. Ja. Also ein ganz solides Buch, aber jetzt so als Highlight fand ich es jetzt nicht. Dann gehen wir zu Grundschüler. Und zwar habe ich ein Buch aus dieser Reihe super lesbar, Mein genialer Freundschaftsplan. Und zwar ist diese Reihe super gut für Leseanfänger geeignet. Der Text ist sehr einfach und verständlich und man hat so auf der Seite beim Text ist der Text in viele kleine Unterteile untergliedert oder Absätzen untergliedert, so dass das Lesen noch einfacher ist. Das gefällt mir ganz gut und ich denke mal, für Leseanfänger ist das ideal. Hier haben wir Ella. Ella kommt neu in eine Klasse und sie will unbedingt eine Freundin. Sie ja, will unbedingt die Mädchen damit anschließen können und sie geht dann in die Bibliothek und ihr fällt ein Buch in die Hand, wie man Freundschaften schließt. Und sie versucht, die Tipps umzusetzen. Aber ja, ob das so gelingt, müsst ihr selber lesen. Auf jeden Fall ist das ein Buch so mit der Botschaft, dass man Freundschaften nicht sich erkaufen kann, dass ja, ein wahrer Freund auch für einen da ist, in Not und in Freude, sag ich mal, zu jeder Zeit. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also es ist eine tolle Freundschaftsgeschichte mit einer super tollen Botschaft, die dahinter steckt. Und das Buch kann ich euch sehr empfehlen. Ist aus dem Gulliver Verlag. Dann habe ich ein Buch gelesen, das hatte ich zu Rezensionszwecken bekommen. Nochmal vielen lieben Dank. Das ist aus dem Boje Verlag. Das ist der erste Teil von Corinna Villa und zwar Luna und Sunny, wenn die Magie des Mondes erwacht. Ja, ich denke mal, das Buch ist so ab 10 Jahren geeignet und es geht um Luna, die 12-jährige Luna. Sie fährt mit ihrem besten Freund, mit Liam, nach England zu einem Schüleraustausch. Und gleich schon, als sie aus dem Flugzeug aussteigt und auf dem Flughafen ist, findet sie merkwürdige Dinge. Sie sieht dann rotschwanzigen Fuchs durch die Flughalle laufen. Dann sieht sie Nebelschleier und letztendlich auch noch einen sprechenden Kauz. Und alles findet sie sehr merkwürdig. Und dann, ja, wird ihr bewusst oder wird ihr genannt, dass sie eine Mondmagierin ist. Aber zum Anfang glaubt sie das nicht wirklich, bis die Ereignisse sich dann zuspitzen und sie nicht mehr davor weglaufen kann. Es ist eine tolle Geschichte über Sterne und Sonne-Mond-Magie, finde ich, also mir hat das sehr gut gefallen. Sunny und Luna sind taffe Mädels. Es geht um Freundschaft neben dieser Magie. Es geht ja hauptsächlich um Freundschaft. Und was mir hier sehr gut gefallen hat, ist so diese magische Welt. Die Magie des Sternenstaubs fand ich bezaubernd. Aber auch die ganzen magischen Tiere, die ja teilweise als Beschützer oder Krafttiere auftreten. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, der zweite Teil dieser Reihe ist letzte Woche gerade frisch erschienen. Ja, der ist auch auf dem Weg zu mir schon. Ich hoffe mal, dass der diese Woche irgendwann ankommt, dass ich da weiterlesen kann. Auf jeden Fall kann ich euch das Buch sehr empfehlen. Und dann habe ich noch ein Buch aus einer Reihe gelesen. Das ist jetzt der zweite Teil der Reihe. Ich meine, dass also 3 Teile sind auf jeden Fall schon draußen. Vielleicht auch schon ein vierter, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall der dritte Teil liegt bei mir auch schon hier. Und zwar habe ich von Ben Gutersen die Geheimnisse von Winterhaus gelesen.
Und der erste Teil heißt nur Winterhaus. Ich werde jetzt zu diesem Inhalt nicht ganz so viel erzählen. Ich werde so grob die Story vom ersten erzählen und ein bisschen, wie es hier weitergeht. Und zwar also ich würde das auch ab 10 Jahren empfehlen, das Buch. Es geht um Elisabeth. Sie wächst bei ihrem Onkel und ihrer Tante auf und nicht in so einem guten Verhältnis, sag ich mal. Und sie wird über Weihnachten ins Hotel geschickt, und zwar ins Hotel Winterhaus. Sie kommt da an und sieht gleich, dass es so ein magisches Hotel ist, ein ganz besonderes Hotel. Und ja, Elisabeth trifft da auf Freddy, der auch über die Weihnachtsfeiertage dort mit im Hotel lebt, auch ohne Eltern. Die freunden sich an. Und die beiden, vor allen Dingen Elisabeth, hat entdeckt, dass sie ein paar magische Fähigkeiten hat und immer ein Gespür für Geheimnisse. Und in diesem Teil kehrt sie halt wieder über Weihnachten ins Winterhaus zurück. Und auch hier ist es natürlich so, dass sie einige Gäste sehr mysteriös findet und wieder auf Unreinheiten stößt. Und vor allen Dingen springen hier in diesem Teil ihr versteckte Türen, Geheimnistüren ins Auge oder ins Bewusstsein. Und was sich alles dahinter verbirgt, müsst ihr natürlich selber lesen. Ich finde diese Reihe bis jetzt richtig bezaubernd. Dieses Hotel ist so ein magischer, bezaubernder Ort. Vor allen Dingen die Bibliothek, die da drin vorkommt, in einem Hotel. So eine riesige Bibliothek, total verwinkelt und ja, muss ein sehr magischer Ort sein. Fand ich richtig toll. Und Elisabeth, ich mag sie total gerne. Ich mag ja ihre Geheimnisschnüfflerei total gerne. Was sich hier hinter verbirgt, hinter dieser Geschichte, fand ich auch toll. Und ja, die Reihe kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Gerade jetzt in der Winter-Weihnachtszeit passt das total gut. Ja, es hat so ein bisschen magische Adventszeit auch mit drinne. Genau, das waren so die Kinderbücher, die ich zuletzt gelesen habe. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert mich kostenlos, dann verpasst ihr kein weiteres Video, und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.